Werner Dreibus ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir sind mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Jedes vierte Unternehmen denkt über Entlassungen nach. Die OECD befürchtet, dass es Ende nächsten Jahres bereits 700.000 Arbeitslose mehr sein könnten. Immer mehr Kurzarbeit und deutlich mehr Arbeitslose werden Tag für Tag, und das gilt im wörtlichen Sinne, Tag für Tag zur bitteren Realität. Und deshalb, schon allein deshalb, sind die heute von der Großen Koalition vorgelegten Gesetzentwürfe absolut daneben. Absolut daneben. Wenn Sie nur ein Fünken Mut und Verantwortung hätten angesichts der aktuellen Lage, dann hätten Sie beide Gesetzentwürfe für den heutigen Tag mit Ihrer Mehrheit von der Tagesordnung abgesetzt. Schauen wir uns die Ausgangslage am Arbeitsmarkt noch einmal genauer an. Knapp 3 Millionen offizielle Arbeitslose heute. Dazu kommen mehr als 1 Million Menschen, die nur deshalb nicht als arbeitslos gelten, weil sie in Maßnahmen der Arbeitsförderung sind, plus noch einmal mindestens 600.000 Menschen in der stillen Reserve. Das sind die Zahlen am Ende des Aufschwungs. Ich denke, das ist genau das Gegenteil einer erfolgreichen Arbeitsmarktpolitik. Und weiter. Zwischen 2003 und 2007 wurden fast 1 Million Vollzeitarbeitsplätze abgebaut. Dafür boomen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Leiharbeit, Mini-Midi-Jobs, Befristungen und so weiter. Und das sind genau diejenigen, die jetzt als allererste ihre Arbeitsplätze verlieren. Das passiert bereits täglich. Hinzu kommt, Millionen Menschen arbeiten zu Niedriglöhnen. Was für eine katastrophale Bilanz. Und das am Ende einer Aufschwungperiode, bevor die Krise am Arbeitsmarkt überhaupt angekommen ist. Was wir jetzt dringender denn je brauchen, ist mehr und bessere Arbeitsmarktpolitik. Deshalb ist das Allerletzte, was man in einer solchen Situation machen kann, eine Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Die Bundesagentur für Arbeit muss doch in der Lage sein, aktive Arbeitsmarktpolitik zu machen, mehr denn je, gerade angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen. Dafür braucht sie eine angemessene finanzielle Ausstattung und nicht reduzierte Einnahmen. Die Bundesanstalt für Arbeit selbst rechnet bei Senkung des Beitragssatzes auf 2,8% für 2009 mit einem Defizit von fast 6 Milliarden Euro. Vorausgesetzt, die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt würde stagnieren. Der Chef der Bundesagentur, Herr Weiß, hat es im Ausschuss für Arbeit und Soziales vorgerechnet. Sollte es im nächsten Jahr durchschnittlich nur 130.000 Arbeitslose mehr geben, dann muss die BA allein im Jahr 2009 mit 700 Millionen Mehrausgaben rechnen. Nur bei 130.000, eine Zahl, die wahrscheinlich weit, weit untertrieben ist, weit weg von der zu befürchtenden Realität. Um es deutlich zu sagen, wenn Sie in dieser aktuellen Lage auf Beitragssatzbringung bestehen, teilweise wieder besseres Wissen, vermute ich und höre ich aus der Koalition, dann fahren Sie die BA und damit auch die Wirksamkeit und Legitimation der Arbeitslosenversicherung insgesamt an die Wand. Auch mit dem beabsichtigten Gesetz zur Neuordnung der Arbeitsmarktinstrumente reißen Sie der Steuer in der Arbeitsmarktpolitik nicht herum. Sie setzen damit, im Grunde ist das auch deutlich geworden in der Einleitungsrede des Staatssekretärs, die Linie von Agenda 2010 und Hartz-Reformen konsequent fort. Konsequent in die falsche Richtung. Der repressive Charakter der Arbeitsmarktpolitik wird weiter verschärft, Arbeitslose weiter entrechnet, die Daumenschrauben von Sanktionen noch fester angezogen, Zumutbarkeitskriterien weiter verschlechtert. Die Bundesregierung strafft und flexibilisiert den Instrumentenkasten. Sie gehen dabei allerdings fast ausschließlich von quantitativen Aspekten aus. Sparen vor Verbessern heißt offensichtlich ihr Motto. Die für eine sinnvolle Arbeitsmarktpolitik zentralen Fragen, ob und unter welchen Bedingungen Instrumente nicht nur eine schnelle, sondern auch tatsächlich eine nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglichen, spielen als qualitative Frage offensichtlich keine Rolle. Deshalb werden Instrumente wie beschäftigungsbegleitende Eingliederungshilfen oder die Weiterbildung durch Vertretung ersatzlos gestrichen, während ein Eurojobs nicht abgeschafft werden, obwohl
alle Untersuchungen die Nichtwirksamkeit der 1-Euro-Jobs für nachhaltige Arbeitsmarktpolitik längst belegt haben. Und deshalb setzt die Bundesregierung auch weiterhin vor allem auf kurzfristige Qualifizierung, statt die berufliche Weiterbildung insgesamt wirklich zu stärken. Hinzu kommt, wer erstmal in Hartz IV drin ist, kommt nicht mehr raus, denn als Zweibeziehende haben auch weiterhin nicht zu allen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten Zugang. Jetzt wird auch noch die Möglichkeit der Förderung durch ABM für Hartz-IV-Beziehende abgeschafft. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die alle Arbeitslosen gleichermaßen gut fördert, sieht anders aus. Stolz ist die Koalition darauf, dass der Handlungsspielraum der Arbeitsvermittler und Fallmanager vor Ort erhöht wird. Fraglich bleibt nur, Herr Brauksiebe, ob und wie der einzelne Erwerbslose davon profitiert. Das ist der Maßstab. Denn Erwerbslose haben zunächst überhaupt oder nur äußerst wenige auf wenige Fördermaßnahmen einen Rechtsanspruch, auch nach ihrer Novellierung. Für die Vermittler bedeutet mehr Handlungsspielraum zunächst mehr Flexibilität. Das ist gut. Es bedeutet aber auch mehr Verantwortung für den Vermittler. Und es wird, Herr Brauksiebe, für den Vermittler, auch mehr Spardruck von oben bedeuten. Das ist angesichts kommender Defizite, Stichwort, Sie senken ja gleichzeitig die Beiträge, doch vollkommen absehbar. Das Gesetz macht insofern das Tor für weitere Einsparungen, für weiteren Druck auf Arbeitslose weit auf. Die Löcher im sozialen Netz werden immer größer. Arbeitsmarktpolitik muss eine ausreichende soziale Absicherung bieten und die nachhaltige Integration in gute Arbeit tatsächlich fördern, nicht nur in Sonntagsreden, Herr Staatssekretär, sondern in der Praxis. Verstärkt gefördert werden müssen Langzeitarbeitslose, Geringqualifizierte, anderes besonders Benachteiligte, gerade in der Krise. Wir, die Linke, fordern deshalb ein sofortiges Umsteuern in der Arbeitsmarktpolitik. Dazu gehören, ich will sie nur stichwortartig noch mal nennen, mindestens die folgenden Punkte. Wir brauchen eine Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I. Wir brauchen eine sofortige Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze auf mindestens 435 Euro, verbunden mit der Einführung eines bedarfsdeckenden Satzes für Kinder. Und das alles nur als ersten Schritt zur tatsächlichen Überwindung von Hartz IV. Wir brauchen die Einführung eines individuellen Rechtsanspruchs auf Teilhabe an den Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung für alle Erwerbslosen. Wir brauchen die Abschaffung der 1-Euro-Jobs zugunsten von öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen, die nach Tarif bezahlt werden. So würden endlich wieder brachliegende Aufgaben angegangen und Langzeitarbeitslosigkeit effektiv bekämpft. Und, ganz wichtig, Arbeit und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen müssen existenzsichernd und voll sozialversicherungspflichtig sein, der individuellen Qualifikation entsprechen. Sie dürfen keine extremen Anforderungen an Flexibilität und Mobilität stellen und sie müssen politische und religiöse Gewissensfreiheit berücksichtigen. Das sind Mindestanforderungen aus der Sicht der Linken. Notwendig sind darüber hinaus wirksame Maßnahmen gegen den wachsenden Niedriglohnsektor, gegen die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, um gute Arbeit tatsächlich zu stärken. Dazu gehört als wichtigste Maßnahme endlich die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8,71 Euro, wie in Frankreich. Zusammengefasst, wer ausgerechnet in der Krise die Beiträge kürzt und damit notwendige und sinnvolle Arbeitsmarktpolitik weiter demontiert, ist entweder zynisch oder er betätigt sich als Geistesfahrer. Jedenfalls ist er weder christlich noch sozial. Eine solche Politik haben die Menschen, die jetzt Angst um ihren Arbeitsplatz haben, haben die Arbeitslosen nun wirklich nicht verdient. Vielen Dank.